Oh so, oh so, YouTube. Hallo, hallo und willkommen beim gerade aufhörenden Regen. Wenn ihr da seid, fängt es an mit der Sonne. Sehr schön. Ja, alles ist fertig soweit. Das Einzige, was hierhin fehlt, sind noch die Fabrik und die Stromanschlüsse. Aber der Rest, um unsere Stadt in den Betrieb zu nehmen, sollte eigentlich da sein. Ich würde das hier nochmal als Priorität machen. Wir haben hier die Feuerwehr, damit wir zumindest so die gröbsten Sachen schützen können. Ein neuer Kran ist verfügbar, interessiert uns nicht. Die Häuser sind fertig. Wasser, Abwasser ist angeschlossen. Das Abwasser, glaube ich, kann auch sogar... Na gut, wir haben nichts, niemand erlebt. Die Fabrik wäre fertig. Und damit würde ich sagen, können wir das eröffnen, indem wir Arbeiter kaufen. Aber wir brauchen noch ein paar Busse. Und die würde ich nochmal nach der Kapazität sortieren. Bus? Geschwindigkeit ist ja eigentlich egal. Ich meine, der 75er, der macht insofern Sinn, weil man ihn länger benutzen kann. Und in die Stadt würde ich aber einen größeren Bus nehmen. Zum Beispiel den hier, den mag ich, den KSM-11. Dass der die Leute in die Stadt bringt und die Schüler in die Schule. Davon kaufen wir zwei. Und dann holen wir davon zwei für die... Einen für die Wasserdinger und die Feuerwehr. Der muss ja nicht voll laufen, also auf voller Kapazität. Und dann ein für... Achso, wir sind dann voll. Für das andere Werk. Sehr schön. Oh, lassen wir sie erstmal tanken. Und dann weisen wir ihnen die zu. Also von hier, du belädst hier dich nur mit Schülern und du entlädst sie hier. Kannst dich aber auch wieder beladen mit ihnen. Und du kannst dich hier auch entladen. So. Dann können die hier hin und her fahren, wie sie lustig sind. Und starten. Dann haben wir einen Bus für Schüler. Dann das gleiche Spielchen. Nur mit... nicht Arbeitern und Schülern, sondern Touristen und Co. Auch wenn wir eigentlich keine Touristen brauchen. Aber... normale Leute wollen ja sicher auch hin und her fahren. Und starten. Sehr schön. Bus kaufen. Den da. Und der Bus fährt dann von hier nach... erstmal nur nach dort. Du nimmst nur Arbeiter mit. Keine Gebildeten. Entlädt sie. Hier nimmst du nur Arbeiter mit. Keine Gebildeten. So, und die müssen hier aussteigen. Und von der Kapazität her brauchen wir aber nur... der 52, wir brauchen 15. Das sind... sagen wir... 20%. Oh. Dann können die anderen hier hingehen und arbeiten. Keine Ahnung. Passt. So, und der letzte Bus. Du fährst auch von hier. Und nimmst auch Arbeiter mit. Und bringst sie hier hin. Weil da wollen auch sicher ein paar arbeiten. Und starten. Und dann bin ich... Achso, und was fehlt noch? Ja, was ganz Wichtiges. Wir brauchen einen LKW für Alkohol. Und wir brauchen einen LKW mit den Kleidungs-, Nahrungs- und anderen Sachen. Ich habe hier nicht zu Ende gebaut. Fällt mir gerade auf. Das ist natürlich dann blöd. Aber wir brauchen dann 1, 2, 3, 4 LKW nochmal. Wir brauchen auch noch einen Bus, nicht? Der die da hinten hinbringt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Ich kaufe erstmal noch den Bus. Wir brauchen noch ein größeres Autolager. Und dann... erstmal den Kühlwagen vielleicht, der ist am einfachsten. Kühlung, dann nehmen wir nur den kleinen. 2 Tonnen Fleisch, das sollte reichen.
Und Tankstellen brauchen wir dann nach und nach jetzt auch. Wir haben nur die eine kleine alte Tankstelle da, die kostenlose. Aber gerade für die Route hier runter brauchen wir Tankstellen und, und. Manchmal sieht das aus, als ob das nur eine 2D-Textur ist hier. Und erst wenn man rangeht, sieht man, ja, ist doch 3D. Weil es so flach wirkt. Und die Busse verprassen natürlich auch wunderbar Benzin jetzt schon. Ich glaube aber, ich kann Leute einziehen lassen. Komm, wir lassen mal testweise Leute einziehen. Nehmen wir Einwanderer aus der dritten Welt? Nee, aus dem Sowjetblock. Andererseits wären die anderen wesentlich günstiger. Aber machen wir nicht, weil ich glaube, die sind sonst ungebildet. So, wir machen mal 20 Arbeiter im produktiven Alter. Und dann gucken wir. Okay, das Problem ist trotzdem Kindergarten. Also der Kindergarten muss bei den Wohnhäusern sein. Du transportierst nur Passagiere. Okay. Und der andere Bus. Du fährst auch von hier, belädst dich mit Arbeitern und du entlädst die Arbeiter. Schön, das ist nämlich fertig geworden. Hier und wir brauchen aber auch nur. Wir brauchen 7. 20, machen wir so, dass hier 15 drin sind, da 5 sind, brauchen wir 20, der kann 50, das sind 40%, würde ich sagen. Und dann können die hier nämlich Wasser herstellen. Ah, da wurden schon Liter entnommen. Die trinken mir das Wasser vom Kopf. Und der erste Kies ist da. Und füllt sich. Jawohl. Nach nur 2 Jahren haben wir es geschafft, die erste aktive Produktionsstrecke zu haben. Jetzt ist die Frage, wie geht's denen? Kinder können nicht zur Schule gehen, 2 Arbeiter können nicht zur Arbeit, weil es keinen Kindergarten gibt. Okay, also. Die können nicht, kein Essen, Fleisch, nicht da rumfahren oder was. Gut, es arbeitet halt hier. Ach so, es gibt ja auch nichts zu essen da. Vielleicht hätte ich da erstmal dran denken sollen. Ich habe das wieder vergessen. So, beladen mit Fleisch, entladen mit Fleisch, starten. Manchmal ist es komisch, nicht? Okay. Ich würde sagen, wir nehmen 3,5 Tonnen Essen. Ja, 4,7. Den mag ich eigentlich am meisten. Holen wir den dreimal. Und du fährst von hier nach dort. Du kaufst ein im Zollhaus Nahrung. Du entlädst hier Nahrung und fertig. So, Nahrung ist durch. Du belädst dich hier mit Kleidung. Du entlädst dich hier mit Kleidung. Fertig. Und der dritte, du belädst dich hier mit Elektronik. Und du entlädst dich hier mit Elektronik. So, dann wäre alles hier drin. Und dann brauchen wir danach noch einen mit Alkohol. Starten. 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 Ein mit Aluhol.
Du bist der Neue, oder? Ja. Okay, und du hier, dass er immer beim Zollhaus auf Entladen geht. Da und wir wollen Entladen, Alkohol und nur einen Stellplatz. Also muss er auch erstmal hin und her gurken, ohne warten bis leer. Gut, das sind halt keine Lehrer hier. Das könnte natürlich auch ein Problem sein. Wir können ja mal zwei Gebildete. Okay, es warten auch normale Passagiere. Aber ohne Verkäufer, die hier arbeiten, können die natürlich nicht einkaufen. Ah, da, ich habe ja sogar eine Tankstelle gebaut. Die hat auch Strom, die wird nur nicht beliefert. Alles klar. Dann kaufen wir da noch einen Tanklasser. Das geht natürlich super ins Geld. Oh, 4 Tonnen nur. Nee, ich nehme den 11 Tonnen. Und du holst dort Treibstoff und du fährst ihn nämlich hierhin einmal und entlädst dort, ja, sagen wir 20% und der Rest geht hierhin entladen, 100%. Benötigt Feuerwehrleute und wahrscheinlich Feuerwehrautos. Die sind natürlich nicht so gut. Ich kaufe hier ein Stufe 23 Ding. Schneller auf den Straßen können die eh nicht fahren. Also bringen mir die anderen gar nichts. Und Abwasser, wir gucken, fließt Abwasser hier durch. 1%. Das wird rausgeschossen. Ist das nicht schön? Das Problem ist, die können wirklich die Kinder nicht wegbringen von hier. Das heißt, die Taktik, das nach hier zu verlagern, geht gar nicht auf. Lehrer sind drin. Hier sind Mitarbeiter drin. Und hier sind auch Mitarbeiter drin. Jetzt ist natürlich die Sache, das zu synchronisieren, ein Problem, nicht wahr? Das heißt, so ein Wohnhaus brauchen wir hier auf jeden Fall, was einfach für die Versorgung da ist. Mit Arbeitskräften für diese Ecke hier. Du bist auch noch am Müllplatz angeschlossen. Wunderbar. Kriegen dann ihren Weganschluss. Ja, nach da einfach. Und nach da drüben. Vielleicht ist es einfacher, als die ganzen Arbeitskräfte hierher zu karren. Weil denn, ja, jetzt sind nämlich Schüler auf dem Schulhof hier, aber keine Lehrkräfte. Ja, ich merke, das Konzept hat Lücken. So, die können alles. Heizproblem. Es sind nur 8 Grad. Okay, es ist zu kalt. Okay, es kann im Februar bis zu 8 Grad runtergehen. Und ein Gebäude brennt. Haben wir schon einen Bus? Er hat 3 Arbeiter. Wo ist er? Er war tanken. Scheiße. Ah, der fährt nach Hause. Warte mal. So, da soll er hinfahren. Aber es wird nicht mehr reichen. Shit. Okay, dann müssen wir einmal laden. Kurz bevor alles funktioniert wieder.
Dieses Spiel schafft mich. Weil wenn das Hauptstromding abbrennt, dann sind alle tot, nicht? Aber ich glaube, generell mit der Taktik... Okay, das ist zu spät. Kommen wir nicht weit. Ich glaube, ich habe das direkt an die Wand gefahren, nicht wahr? Das ist übrigens das echte Kino, was man auch im Spiel bauen kann. Brennst du jetzt schon? Ja, okay. Also doch den Spielstand davor nehmen. Vom 14. Februar haben wir 5-6 Tage verloren. Bam, bam, bam. Da ist ja noch gar kein Benzin drin. Aber hingeliefert wird's. Du hast Arbeit? Achso, du lieferst die irgendwo anders hin. So, wir holen auf jeden Fall das Ding. Und du warst auch angeschlossen, ne? Ja. Alkohol ist da, Kleidung ist da. Und jetzt im Februar sind 30 Grad wieder. Es gibt also nur ganz kurze Kältewellen. Ob ich überhaupt auf die reagiere? Hier sind jetzt Arbeiter drin. Und dann ist das Wasser maximal voll wieder. Aber wenigstens funktioniert das. Mitarbeiter, Lehrer da, aber dafür keine Schüler. Ah, das Haus ist nicht gebaut worden. Da hat er mir den Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich lasse diesmal ein bisschen mehr Platz. So. Grundsätzlich gefällt mir das mit den Autobahnen hier halt gar nicht. Und dass wir... Jetzt haben wir natürlich genug Arbeitskräfte da, weil wir wenig bauen. Hier hinten ist auch fast fertig. Ja, und der steht schon da. Eieieiei. Okay, das bedeutet, die Tankstelle läuft gerade leer. Oh, und ich weiß, warum die kein Dings kriegen, weil ich den nicht starten lassen habe. Okay, von Linien fernen. Aber du würdest jetzt von dieser Haltestelle... Heizungsproblem. Ja, ja. 7 Grad. Wo fährt er überhaupt hin? Achso, er fährt tanken. Okay, ich muss also... Das nervt. Wenn die automatisch tanken, kommt das immer noch als Dings hier rein. Nochmal. Ich wollte ihn gerade zuweisen, dann fährt er los. Oh, ich muss jetzt tanken. Und schon hast du dann Halt mittendrin, den du gar nicht haben wolltest. So, und die Arbeiter fährt er hier hin. Und entladen und starten. Ich hole mal ein paar mehr. Ich glaube, wir brauchen mehr Busse, die dann da hin und her fahren. Dann holen wir mal die 4 Busse und erweitern die Linie einfach. Einmal mit dir und einmal mit dir. Warte.
Die beiden kriegen die Linie. Starten. Starten. Die anderen beiden, okay, die sind schon zum Tanken. Muss ich kurz warten. Starten. Starten. So. Dann haben wir auf jeden Fall eine bessere Transportfrequenz für die Leute, die hier wohnen. Und der Kies, ich würde sagen, wir können bei den Baubüros sagen, den Kies können die sich jetzt schon mal direkt da holen. Aber wenn das natürlich hier mit den... Ah, guck mal, doch. Also Schüler klappt. Jetzt hat's geklappt. Alle gleichzeitig da. Die Schüler, es sind Lehrer da, es sind Arbeiter da. Verkäufer sind hier. Hier sind Mitarbeiter drin. Aber es ist halt keiner da, der die Kinder dann da abgeben kann, oder? Naja. Also das kriegt das Spiel nicht hin, wenn die nicht in der Reichweite sind. Das ist natürlich blöd. Okay, also man kann nicht verteilt bauen. Das heißt, man muss immer, wenn man irgendwo ein Dorf hat, alles drumherum basteln. Das ist natürlich scheiße. Wenn so halb funktioniert es halt. Oh, und ich habe was vergessen, was wichtig ist bei der Linie. Linienabstand aktivieren. Okay, und jetzt brauchen wir die LKW. Erstmal würde ich sagen, wir machen die offenen. Und dann nehmen wir erstmal zwei kleine und weil es ja dauert, dann brauchen schon mal zwei abgedeckte. Wir brauchen sieben Stück. Die können also schon mal fahren. Die hier wird jetzt leer laufen, die Tankstelle. Die hier läuft aber voll, das ist gut. Ich meine, die haben eh noch keinen Strom. Das dauert noch ein bisschen. Arbeiter wären zumindest da, aber er kann natürlich nichts reparieren. Arbeitsbereich. 2 Kilometer, 3 Kilometer. Kommt er fast überall ran. Oh, eigentlich sogar überall. Das ist gut. Die Feuerwache deckt auch alles ab. Sehr gut. Die hat jetzt auch Treibstoff und zwei Arbeiter drin. Das heißt, grundsätzlich sind wir da auch geschützt auf der Seite. Puh. Endlich. Kein Problem mehr mit Feuer. Ja, wenn wir das hier nicht wegkriegen, würde ich sagen, haben wir es uns schon vergurkt. Ich meine, die gehen da durchaus einkaufen, also ist nicht unmöglich. Und Schüler werden auch vom Schulbus abgeliefert. Die sind auch in der Schule und werden unterrichtet, also ist auch nicht unmöglich, dass die... Zwei Kinder konnten nicht zur Schule gehen, das glaube ich halt nicht. Hier stehen auch Schüler, Passagiere. Jetzt warten die Leute. Ja, so richtig ausgegoren ist das System nicht. Gut. Ich habe auch zu wenig Arbeitskräfte für alle Jobs, nicht? Aber ich wollte jetzt nicht noch mehr Arbeiter kaufen, wenn das dann eh schief geht. Ah, wir versuchen so lange wie möglich. Die brauchten Stahl. Warten bis leer. Stahl. Und starten. Dann kriegen die Stahl. Und ich glaube, Aluminium brauchten wir gar nicht.
so viel. Kaufen Aluminium. Kaufen wir hier so 10%. Warten bis leer. Aluminium. Daten. Okay, ich hoffe, ich habe die beiden jetzt an die linke gebracht. Genau. Also die kann noch zwei aufnehmen. Was brauchen wir noch? Ich glaube, wichtig ist vor allem mechanische Bauteile und Stoff. Erstmal. Und dann können wir schon noch die neuen weiteren LKW kaufen. Okay, also du mechanische Bauteile warten bis voll. Nee, beladen. Mechanische Bauteile warten bis leer. Starten. Stoff warten bis voll. Nee. Stoff und Stoff warten bis leer und starten. Und hier müssen wir warten, bis das Ding hier fertig wird. Und was brauchen die noch? Kunststoff, glaube ich. Das können wir jetzt... Oh, wo ist es? Da, an die andere schon bringen. Ich meine, die können ja eh nicht entladen. So, Kunststoff kriegen die. Mechanische Bauteile kriegen sie, Stoff kriegen sie, Elektronik und Elektrik. Ah, einen habe ich zu viel gekauft. Naja, gut. Elektronik. Und Elektrik. Oh, dann kriegt der alle Teile. Müllcontainer haben die auch. Eigentlich. Wo ist der Müllcontainer? Oh, durch irgendeinen Ladeprozess habe ich den Müllcontainer, den ich hier gesetzt habe, weggemacht. Das ist blöd. Den hatte ich nämlich eigentlich hier hingesetzt. Aber passt noch. Okay, wunderbar. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen gebaut. Kleine Container. Okay. Kleine Container ist richtig. Oder ist hier einer und ich übersehe den gerade? Wasserverzweigung? Wasseranschluss? Nee. Da ist der irgendwann verloren gegangen. Gesundheit der Bürger zu niedrig. Ach, Arbeitslosigkeit zu hoch. Ach. Wir sollen einfach in den Bus steigen. Ich meine, Kies haben wir gut inzwischen. Feuerwehr, da kann ich mal begrenzen, dass hier nicht so viel arbeiten. 10 reichen mir erstmal. Wasser ist auch voll. Sehr gut. Betrieb ohne Probleme. Hier sind zwei Arbeiter. Alles ist drin. Das heißt, die können doch auch reparieren jetzt. Nein, weil sie keinen Strom haben. Okay, Strom. Kriegt jetzt mal eine hohe Priorität. Oh, ich glaube, das Ding hat keinen Straßenanschluss. Kann das sein? Das kann sehr gut sein. Dass es deswegen nicht gebaut wurde die ganze Zeit. Ma, ma, ma.
Die müssen immer zum Tanken fahren. Weil das hier noch nicht beliefert wird. Was ist hier? Ist hier noch eine Straße oder irgendwas? Das können wir doch renaturieren. Zack. Man sieht richtig, überall wo Abwasser und sowas ist, nicht? Da sind immer so Sandplätze einfach im Nirgendwo. Die man auch nicht wegkriegt. Kann so ein bisschen manchmal dazwischen. Ja, hier ein bisschen Grün kriegen wir wieder. Aber so im Groben leider nicht. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Okay, also sie konnten hier, also sie sind alle unzufrieden, aber sie arbeiten noch. Das heißt, sie sind nicht so unzufrieden, dass sie nicht arbeiten. Ihre Produktivität ist nur auf 30%, also sind es auch nur 30% zufrieden. Wir haben auch keinen Arzt. Aber, also, lehren und verkaufen, so grundsätzlich klappt das schon. Das wäre wirklich nur das, dann haben die endlich Strom hier hinten. Wasser haben sie jetzt auch. Dann sind die Arbeiter hier zumindest zufrieden. Schon mal gut. Arbeitslosigkeit zu hoch. An sich ist die Arbeitslosigkeit so hoch, weil die nicht hier hingebracht werden, die Arbeiter. Aber habe ich doch... Ah, nee, wartet. Oh, ich habe nur den... Die beiden Linien. Aber nicht die Arbeiterlinie, nicht? Dann kaufen wir da auch nochmal einen Bus nach. Aber ich sag's, wie es ist. Ich glaube, das Konzept ist hier an der Stelle schon gescheitert. Ich hätte das vielleicht mal vorher in einem Test ausprobieren sollen, aber es geht ja darum, auch herauszufinden, was geht. Vielleicht sind auch die Strecken einfach zu weit. Das könnte sein. So, und wo ist jetzt der Arbeiter? Dingsy? Das dürfte der hier sein. Nee. Kieswerk? Nee. Nach Kadebatsch. Was machst du? Kadebatsch. Bushaltestelle oder Busstation? Bushaltestelle. Der fährt zur Busstation. Okay, wir müssen den, der zur Bushaltestelle fährt, finden. Busstation. Bushaltestelle. Der hier. Der ist es. Aber warum hat der andere... Warum ist der denn so einer? Und nicht so einer? Egal. Wir starten die Linienabstand berechnen. Und ja, mit der Gesundheit, da werden wir uns auch mal drum kümmern. Und vielleicht so eine
Klinik hier hinzimmern irgendwo noch. Hätte die hier noch Müllanschluss? Gerade so. Dann machen wir das doch. Und... Oh, hier haben wir Arbeiter gekauft. Automatisch. Blöd und gut zugleich. Aber die sorgen hier wenigstens für eine Grundversorgung. Gut. Hier sollen keine Arbeiter warten, weil von hier sollen die nicht wegtransportiert werden. Aber das funktioniert hier nicht. Kriegen auch keine Nahrung, nicht? Wir sind zu schlecht gesättigt und. Schade, dass das nicht geht. Weil das nimmt so ein bisschen die Möglichkeit, einfach flexibler zu bauen. Ich weiß noch, in den ersten Versionen, aber die sind echt ewig her, nicht? Version 005 oder sowas. Oder 07 oder so. Da hatte ich eine Stadt, da hat das gut funktioniert. Aber das war trotzdem eine kompaktere Stadt. Vielleicht sind die dann einfach immer rübergelaufen oder die Strecke war nicht so schlimm. Aber ich habe früher immer Bushaltestellen gebaut und dann so ein Zentrum und die da hinfahren lassen. Aber früher gab es auch diese Übersicht nicht, wie unzufrieden die sind. Wahrscheinlich hat sich das irgendwann geändert. Tja, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Boah, das Ding ist hier immer noch nicht fertig. Das ist die Tankstelle die einzige, weil die dürfte leer sein. Andererseits ist es gar nicht schlecht, wenn die leer wird. Können wir die hier endlich loswerden? Die wollen wir ja eh nicht mehr haben. Passt eigentlich. Das Problem ist, ich würde den ja verschrotten, aber wir haben noch keine Verschrottungsanlage. Es gibt weniger Verkäufer als erforderlich. Gut, wir können hier noch ein Gym oder sowas bauen. Ich werde es trotzdem weiter versuchen, dass wir das an dieser Stelle hier etablieren. Und die anderen irgendwie rüberkommen. Hier, Sporthallen. Heimbad. Die ist auch schon riesig. Gibt auch das neue Stadion. Hier, Gym. So ein kleines Ding. Einfach hier zwischen die Palmen. Direkt an die Bushaltestelle. Neben die Kirche? Nein, nicht neben die Kirche direkt. Gesundheit zu niedrig. Ich baue schon eine Klinik. Krankenwagen nicht erschienen. Ja, das tut mir leid. Hier beschweren sich zum Beispiel gar nicht. Würde die wahrscheinlich einfach abhauen dann. Hey, aber der Kies fließt.
Was will ich mehr? Die eingeladenen Einwanderer und Arbeitskräfte. Gut, ausländische Arbeitskräfte 6000, das geht noch. Wir bauen ja nicht mehr so viel gerade. Aber Importe bei 49.000. Oh, da können wir mal gucken. Was ist denn da so teuer? Stahl. Ja. Und Treibstoff. Wir können mal auf dem Weltmarkt gucken, ob das Spiel wieder oder immer noch das Problem hat, dass der Treibstoff dann so teuer wird nach einer Weile. Okay, also so teuer ist er noch nicht. Er ist hier auf jeden Fall gefallen. Er war mal auf 116. Ah, jetzt zeigen die das da unten so an. Das ist natürlich super. Okay. Weil vorher muss man immer auf die einzelne Linie gehen. Ah. Das ist auf jeden Fall auch neu. Ja. Verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen. 104 aktuell. Aber der Preis ist noch moderat, nicht gegenüber den 800 bis 1300, die wir zahlen mussten mal. Und die Ansicht habe ich jetzt noch nicht mehr angeguckt. Ressourcenbewegung. Importieren, Produktion, nix. Exportieren, okay. Bei Kies vielleicht. Importieren. Bauen ohne Geld. Und hier Produktion. Bauen ohne Geld. Importieren. Ah, da kann man dann sehen. Okay, das war noch der Import. Dann sind wir umgeschwenkt in diesem Monat auf Produktion. Und so viel verbrauchen wir beim Bauen. Das heißt, wenn man irgendwann grün eine Menge hat und orange übersteigt die, weiß man, man hat eine Minusproduktion. Das ist natürlich super. Und was heißt jetzt eine Million? Bei Aluminium sind wir auch im Plus, weil wir 4,499 ihn importiert haben. Macht irgendwie keinen Sinn, diese vordere Ansicht gerade für mich. Oder ist das der Preis für eine Einheit, die einfließt? Sehr interessant. Hm. Und hallo Gamer Pitty. Willkommen im Zockenende. Und willkommen in der gescheiterten Stadt. Vermutlich gescheitert. Okay. Es wurde auf jeden Fall repariert. Das ist schon mal gut. Achso, jetzt liefert der da wieder Benzin rein, nicht? Ah, das sollte er ja nicht. Shit, habe ich nicht mehr aufgepasst. Wo ist er? Wenn ich ihn sehe, schicke ich ihn weg. Du lieferst da Benzin? Nee, du tankst. Ja, wollte ich auch mal meinen. Ja, wo, fährt er noch woanders hin und liefert irgendwo was hin? Gesundheit der Bürger zu niedrig. Ja, 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 das wissen wir doch. Was ist der denn? Alle verbundenen Fahrzeuge. Ist der schon wieder stecken geblieben? Er fährt doch nur zwischen Zollhaus und dem. Wo kommst du her? Okay. Ja, den können wir woanders hinfahren lassen. Schon so früh abgekackt. Ja, ich kann es gleich erläutern. Warte mal. Die kriegen. Die hier brauchten. Genau. Die brauchen unbedingt Kiesgrube entladen. Zack. Dafür ist er nämlich noch gut.
Dann kann er sich darum kümmern. Kann sich mit dem Zollhaus beladen. Kann es dann dahin hinbringen. Aber er ist eh kaputt. Abnutzung 98%. Apropos Abnutzung 98%. Was fehlt, damit die den zum Beispiel reparieren können, brauchen die hier so einen kleinen Reparaturwagen. Oh, und ich weiß, welchen wir da nehmen. Wir haben ja schon einen, mit dem ich nichts mehr anzufangen weiß. Dann würde ich sagen, schicken wir den einfach dahin. Und dann arbeitet der sofort für die da. Und dann kriegen die noch einen zweiten. Fertig. Und dann sind die versorgt. So. Und ob wir weitermachen und wie wir weitermachen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hoffentlich nicht die nächste Staffel.